Ja, vielen Dank erstmal, Lisa. Schön, dass Sie alle da sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Tag heute hier in Dresden. Ich darf Sie im Namen des MAC, des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz und auch des Landesamtes für Archäologie ganz herzlich begrüßen. Das MAC ist das Schaufenster der Sächsischen Landesarchäologie oder anders gesagt die Ausstellungsabteilung des Landesamtes für Archäologie hier in Dresden. Wir sind 2014 nach Chemnitz umgezogen und haben dort ein ehemaliges Kaufhaus bezogen, das berühmte Kaufhaus Schocken des Architekten Erich Mendelssohn. In einem längeren Vorbereitungs- und Konzeptionsprozess ab 2008 ist dort erstmals eine Dauerausstellung zur Archäologie Sachsens entstanden. Wir haben vor allem für diese Ausstellung und ihr Design mittlerweile eine ganze Reihe von Preisen gewonnen, sodass ich hoffe, dass viele von Ihnen die Gelegenheit nutzen und sich unser Haus dann morgen auch angucken werden. Wie Sie sich denken können, war der ganze Umzug nach Chemnitz durchaus mit Herausforderungen verbunden. Dabei ist die Umwidmung eines Kaufhauses in ein Museum bei weitem nicht der schwierigste Aspekt. Schließlich geht es bei beiden darum, Objekte möglichst ansehnlich zu präsentieren. Komplexer waren die inhaltlichen Herausforderungen. Wir wurden in einer Ikone der modernen Architektur untergebracht, die von einem jüdischen Architekten für einen jüdischen Kaufhausbetreiber, Salman Schocken, 1930 fertiggestellt wurde. Wie passt das zusammen? Nicht nur, dass der Archäologie manchmal ein etwas verstaubtes Image anhaftet und vielleicht die Vorstellung, Knochen und Scherben in einem Stahl-, Beton- und Glasbau auszustellen, für manchen gewöhnungsbedürftig sein mag. Viel entscheidender ist die überaus problematische Rolle der einheimischen Archäologie der Vor- und Frühgeschichte im Nationalsozialismus und davor. Sie werden nicht alle mit der Forschungsgeschichte unseres Faches vertraut sein, aber die Prähistorie stand in mancher Hinsicht mit der Hand an der Wiege des Nationalsozialismus, wie es Wolfgang Pape einmal formuliert hat. Damit war klar, dass unsere Ausstellung einem tümelnden, einem oberflächlichen Identitätssuchenden aus dem Weg gehen musste. Das gilt für die Gestaltung, die anschlussfähig an die klassische Moderne des Gebäudes, aber eben auch an unsere modernen Vorstellungen von Ausstellungen und von Ästhetik sein muss. Und es gilt aber eben auch für die Inhalte. Mit dem Stuttgarter Atelier Brückner haben wir einen kongenialen Partner für die Aufgabe der Gestaltung gefunden. Für die Inhalte war die Frage, die Leitfrage auch der Ausstellung, welche Fragen wollen wir eigentlich an das Material stellen? Also was wollen wir wissen und daraus abgeleitet, wie können wir es herausfinden? Wir versuchen also, den BesucherInnen keine abgeschlossenen, unwidersprechbaren Ergebnisse vorzulegen, sondern mit einer gewissen Transparenz Methoden und Thesen zu vermitteln. Wenn Sie unsere Dauerausstellung mit der zweifellos auch sehr sehenswerten Halle vergleichen, würde ich sagen, wo Halle auf Emotionen setzt, setzen wir auf Aufklärung. Ja, das ist jetzt sehr pauschal, das heißt nicht, dass die Ausstellung in Halle nicht die Vernunft anspricht und wir nicht emotional sind, aber ich glaube, Sie haben so ein bisschen eine Ebene, wenn Sie die beiden Ausstellungen vergleichen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen sind. Des Weiteren war uns früh in der Konzeption klar, dass wir auch eine Ausstellung über die Bauherren und den Architekten des Gebäudes machen müssen. Beide Themen zuvor in total unterbelichteten Museen in Deutschland. Wir haben uns sehr schnell von dem Gedanken befreit, einen unmittelbaren Anschluss an die archäologischen Ausstellungen finden zu wollen. Beides steht jetzt nebeneinander und Beziehungen ergeben sich doch. Wenn sich beispielsweise vielleicht der eine oder andere bei der Betrachtung des Nürnberger Machtstores aus der Sammlung Salman Schockens an die Abteilung Klosterbibliothek sozusagen ins Mack erinnert fühlt, dann ist das ja eine Beziehung, die auch hergestellt wird. Selbstverständlich zeigen wir auch, wie ab 1933 die jüdisch-deutsche Kultur systematisch zerstört wurde in Chemnitz und darüber hinaus. Aus den Verpflichtungen, die uns nicht zuletzt die Geschichte unseres Hauses aufgibt, ergab sich auch, dass unser Haus möglichst offen für alle sein soll. Damit sind wir dann auch beim Thema der Tagung, wobei ich gebeten worden bin, etwas zum Thema Inklusion im SMAC zu sagen. Im Grunde sind Inklusion und Diversität zwei Betrachtungsweisen derselben Problematik, wobei Inklusion eben meistens darauf zielt, dass man Menschen mit Einschränkungen in ihrer Beweglichkeit oder Wahrnehmungsfähigkeit, die sozusagen das Museum ertüchtigen möchte, während bei Diversität meist an unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche sexuelle Orientierung gedacht wird, wodurch Letzteres scheinbar auch irgendwie politischer zu sein scheint. Aber das, glaube ich, ist nicht in der Sache nach gerecht werden. Im Grunde soll aber mit der Verwendung beider Begriffe dazu aufgerufen werden, anzuerkennen, dass die Teilhabechance unterschiedlicher Menschen in der Realität oft nicht gleich sind
und es unsere Aufgabe auch in der Museumsarbeit ist, das zu verbessern. Um ganz ehrlich zu sein, bei der Konzeption des Stadtmarkts bei der Dauerausstellung ist die Inklusion ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil nur am Rande hat es eine Rolle gespielt. Selbstverständlich haben wir die Grundsätze der Barrierefreiheit berücksichtigt. Das Haus ist im wesentlichen Teil rollstuhlgerecht. Es gab haptische Objekte und ein paar Siedlungsmodelle, die auch angefasst werden dürfen. Aber Inklusion ist natürlich viel mehr als das. Nach der Eröffnung gab es vereinzelt Kritik und wir haben dann in den kommenden Jahren schrittweise nachgerüstet. Ich rede jetzt über technische Lösungen zunächst. Unterfahrbare Tischvitrinen für Sonderausstellungen, Leitsysteme, taktile Elemente, Videoguides für Gebärdensprache. Der Weg dorthin war durchaus nicht einfach. Wir haben Experten und Behindertenverbände mit einbezogen, festgestellt, dass die wenigen bestehenden Normen nicht immer zielführend sind, Sachen ausprobiert und verworfen. Das, was jetzt steht, ist für einige gut, für andere ist es Mist, das muss man einfach so sagen. Auch ein bisschen Problem bei der Inklusion, das ist manchmal das, was eben für die einen gut ist, für die anderen nicht so gut funktioniert. Einen Zweck erfüllt das, was wir bisher gemacht haben, auf jeden Fall. Es macht gut sichtbar darauf aufmerksam, dass unsere Welt nicht für alle zugänglich ist, wie sie es sein sollte. Ein pädagogischer Fingerzeig für den nicht so Inklusionsbedürftigen sozusagen. Gewissermaßen einen Schritt in der Inklusion weiter geht man, wenn man über Inhalte aus inklusiver Perspektive nachzudenken beginnt. Das kann damit beginnen, dass man versucht, alle Sinne anzusprechen, hören, tasten, riechen und schmecken. Das gab es schon im Museum, als es das Wort Inklusion noch nicht gab, aber es ist eben für Menschen mit Wahrnehmungseinschränkungen ein großer Gewinn und hat darüber hinaus den Vorteil, dass es auch für alle anderen interessant ist. Ohnehin ist Inklusion dann am besten, wenn man sie nicht als irgendwie abgetrennt und draufgesetzt wahrnimmt. Und natürlich reicht es nicht, einfach ein paar neue Gimmicks in die Dauerausstellung einzubauen. Ein schönes Projekt, das wir demnächst ausprobieren werden, ist ein Keramik-Workshop. Dabei werden unter Anleitung einer Töpferin Gefäße hergestellt und mit urgeschichtlicher Inspiration verziert. Unser Inklusionsbeauftragter Dirk Sorge, Sie werden ihn, ich weiß nicht, ob heute schon hier ist, aber morgen werden Sie ihn sicherlich auch noch kennenlernen. Er macht ja, glaube ich, auch einen Workshop. Er ist besonders stolz darauf, dass dabei eben Sehende und Nichtsehende ins Gespräch auch kommen werden und miteinander eben etwas tun können. Über Inhalte nachzudenken heißt aber auch, inhaltliche Positionen aus einer diversen Welt zu berücksichtigen. Für unser nächstes großes Sonderausstellungsprojekt mit dem Titel Stadt haben wir einen partizipativen Wettbewerb ausgerufen. Einer der Gewinnerbeiträge kommt von der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, die ein vorhandenes Tastmodell der Chemnitzer Innenstadt mit kleinen Hörstationen bereichern will. Die BesucherInnen werden so erfahren, wie sich die Lieblingsplätze der SchülerInnen anhören. Und auch mit der veränderten Programmgestaltung im weitesten Sinne ist es immer noch nicht getan. Auch wir als Belegschaft des SMAC müssen uns verändern und müssen diverser werden. Das heißt natürlich einerseits, dass wir an uns arbeiten müssen, das heißt aber auch, dass wir bei Neuanstellungen Aspekte der Diversität einfließen lassen müssen. Und das betrifft dann im Grunde vor allem Sie, den musealen Nachwuchs. Inklusion ist ein langer Weg. Wer glaubt, dass das Ziel dabei an einem Punkt X erreicht sein wird, der wird sich wundern. Ich finde es aber einen schönen Gedanken, dass gerade Museen, die doch oft, vor allem als konservative Bewahrer, wahrgenommen werden, hier so ranzuschreiten versuchen. Ich wünsche Ihnen eine inspirative, informative Bundesvolontariatstagung. Natürlich viel Spaß mit dem Programm und drumherum. Wenn es doch noch Tanzveranstaltungen gibt, fassen Sie sich nicht an, das haben wir heute gehört. Ja, und herzlichen Dank vor allem an die Organisatoren, genau, Lisa und Robert. Viel Vergnügen.